Hoi, das ist die mit Euro. Und das ist eine Klopferleitung bzw. eine Pack-Anleitung zu der momentanen Situation. Ich leite die Anleitung an den verschiedenen Punkten zu klopfen. Das kommt aus EFT, Emotional Freedom Technik, und ist Klopf-Akupressur. Wenn du nicht weißt, wo die einzelnen Punkte sind, findest du die unter www.irmi-duro.com. Das unten drauf nachher schreiben. Als erstes spürst du mal in die Eiche und schaust, was für Emotionen das da sind. Es können verschiedene Emotionen sein, das kann Angst sein, das kann Wut sein, egal was. Schreib einfach aus, was im Moment bei dir da ist. Und dann tust du zu jeder Emotion dazu herschreiben, wie hoch das dir ist, von 0 bis 10. Ich mache jetzt eine Anleitung machen und die hat verschiedene Emotionen drin. Und es kommt nicht darauf an, ob das genau stimmt, das, was ich sage. Du musst einfach mitmachen. Du kannst auch den Text verändern. Also ich rede vor und du kannst es nachher nachreden, indem du gleichzeitig an dem Punkt klopfst. Und kannst eben auch abändern, dass es für dich stimmt. Aber du kannst auch genau gleich nachschwätzen, auch wenn es nicht genau stimmt. Schau einfach, was für dich richtig ist. Gut, du klopfst an der Handkante oder kannst du am heilenden Punkt reiben. Fange ich zuerst einmal mit der Angst an. Auch wenn ich die Angst habe, du tust jetzt also wiederholen, währenddem du am Handkante klopfst. Auch wenn ich die Angst habe, sie setzt mir im Nacken. Trotzdem bin ich okay und ich wähle, in meiner Mitte zu sein. Auch wenn ich die Angst habe, und jedes Mal, wenn ich Nachrichten schaue, wenn ich ins Internet gehe, dann wird es immer schlimmer. Trotzdem bin ich okay und ich akzeptiere mich voll und ganz mit all meinen Ängsten. Auch wenn ich die Angst habe und die Panik wahrnehme von all diesen Leuten, vor allem dann, wenn ich mir an den Laden gehe und die leeren Gestelle sehe, trotzdem bin ich okay und ich liebe und akzeptiere mich voll und ganz. Dann gehst du zu den Augenbrauen. Die Angst, Seite vom Auge, die Angst sitzt mir im Nacken. Unter dem Auge. Ich habe all die Ängste. Unter der Nase. Ich nehme all die Ängste von anderen Leuten wahr. Unter dem Maul. Ich komme mehr Angst über, wenn ich ins Internet gehe oder Fernsehen schaue. Da. Schlüsselbohr. All die Angst in meinem Nacken. Unter dem Arm. Die Angst in meinem Kopf. Unter der Brust. Die Angst in meinem ganzen Körper. Auf dem Kopf. Überall ist Angst. Dann nimmst du einen tiefen Atemzug. Dann gehen wir wieder zu der Handkante oder zum heilenden Punkt. Und wenn ich mich ohnmächtig fühle und richtig blockiert bin, trotzdem bin ich okay und ich akzeptiere mich mit all meinen Emotionen. Auch wenn ich die Unsicherheit habe und mich ohnmächtig fühle, ich kann nichts machen. Trotzdem liebe und akzeptiere mich voll und ganz und ich wähle, in meiner Mitte zu bleiben. Auch wenn ich die Unsicherheit habe, ich weiß nicht, was auf mich zukommt. Trotzdem liebe und akzeptiere mich voll und ganz. Augenbrauen, die Unsicherheit. Seite vom Auge. Ich habe die Ohnmacht. Unter dem Auge. Die Ohnmacht in meinem Hals. Unter der Nase. Die Unsicherheit in meiner Brust. Unter dem Mund.
Alles kommt ins Wanken. Schlüsselbohr. Ich weiß nicht, was kommt. Unter dem Arm. Und das verunsichert mich so. Unter der Brust. Ich bin so unsicher. Ich weiß nicht, wie ich reagiere. Auf dem Kopf. All die Unsicherheit. Stift durchschnaufen. Gehst wieder zu der Handkante. Auch wenn ich mich ohnmächtig und hilflos fühle und ich Angst habe vor den Konsequenzen und den Folgen, trotzdem bin ich okay und in Sicherheit. Auch wenn ich die Unsicherheit habe. Es zeigt sich als Verspannungen in den Schultern, im Bauch. Trotzdem bin ich okay. Und ich wähle, zu vertrauen und ein starkes Immunsystem aufzubauen. Auch wenn ich die Unsicherheit habe und ich mich ohnmächtig fühle, will ich nicht sehen, was für Konsequenzen und was für Folgen dass das Ganze hat. Trotzdem akzeptiere ich mich voll und ganz mit all meinen Emotionen. Augenbrauen, die Unsicherheit. Seite vom Auge. Ich bin so blockiert. Unter dem Auge. Ich habe Angst vor den Konsequenzen. Unter dem der Nase. Ich habe Angst vor den Folgen. Unter dem Mund. Ich weiß nicht, was kommt. Schlüsselbohr. All die Trauer im Meer. All die, der Schock im Meer. Unter der Brust. Ich werde immer wieder aus meiner Mitte gerupft. Auf dem Kopf. Ich bin verunsichert und ich weiß nicht, was das Richtige ist zum Tun. Tief durchschnaufen. Gehst wieder zu der Handkante. Auch wenn ich die Wut in meinem Bauch habe, trotzdem akzeptiere ich mich voll und ganz. Auch wenn ich die Wut habe und es mich total eng macht, er schnürt mir alles zu, trotzdem akzeptiere ich mich voll und ganz mit all meinen Emotionen. Auch wenn ich wütend und verletzt bin, all die Emotionen kommen auf, und ich weiß nicht, wie ich damit umgehe. Trotzdem liebe und akzeptiere ich mich voll und ganz. Und ich wähle, zu vertrauen, in meiner Mitte sein und mein Immunsystem zu stärken. Augenbrauen. Die Wut in meinem Bauch. Seite vom Auge. Die Wut in meinem Hals. Unter den Augen, alles ist verspannt. Die Wut in meinem Nacken. All die Emotionen, die sollte ich nicht haben. Schlüsselbohr, ich fühle mich so wütend und ohnmächtig. Unter dem Arm, wie hätte es so weit gehen? Unter der Brust. All die Wut im Meer. Auf dem Kopf. All die Wut und die Hilflosigkeit. Gut, du stufst durchschnaufen.
Nimm es wahr, wie es dir jetzt gerade geht. Kannst du nochmal deine Liste anschauen. Und schau, wie es jetzt geht mit den verschiedenen Emotionen. Sind sie angegangen? Gleich geblieben, aufgegangen? Das kann auch sein, alles ist gut. Und dann machen wir nochmal ein paar Runden, um das Immunsystem zu stärken. Gut. Kommst du wieder an die Handkante. Auch wenn ich mein Immunsystem schwäche mit einer Angst, die ich gegangen bin, trotzdem bin ich okay und ich wähle das jetzt zu verändern. Oh, wenn ich mein Immunsystem schwäche, wenn ich Medien anschaue, wenn ich lese, was gerade ist, trotzdem akzeptiere ich mich voll und ganz. Und ich wähle, mein Immunsystem zu stärken und bewusst wahrzunehmen, was um mich geht. Augenbrauen. Ich wähle, mein Immunsystem zu stärken. Seite vom Auge. Was wäre erforderlich, dass ich mein Immunsystem stärken könnte? Unter dem Auge. Ich bin dankbar, dass mein Immunsystem schwerst Arbeit leistet. Unter der Nase. Ich bin dankbar, dass mein Immunsystem alle Bakterien, Viren und alles, was da umeinander ist, erfolgreich bekämpft. Unter dem Mund. Ich wähle, den Stress abzubauen. Schüssel, wo ich wähle, gut zu mir zu schauen. Unter dem Arm. Ich will viel schlafen. Unter der Brust. Ich will mein Abwehrsystem zu stärken. Auf dem Kopf. Ich bin dankbar, dass mein Immunsystem und mein Körper alles macht, um mich gesund zu erhalten. Gut, nimmst du den tiefen Atemzug. Jetzt kannst du nochmal schauen, wie sind die einzelnen Emotionen. Und wenn du noch nicht auf Null bist, dann gehst du nochmal her und machst die ganze Klopferleitung nochmal. Bis du auf Null ankommst. Und es kann auch sein, dass zum Beispiel morgen halt wiederkommt, dann tust du es nochmal machen. So, dass in deiner Mitte bist, dass der Stress ankommt, dass du bei dir bist und so ein starkes Immunsystem hast. Ich tue auch noch Sachen um das Immunsystem stärken nachher auf ein Video drauf und das kannst du dann nachher auch machen. Also, bleib gesund und klopf. Tschüss!